Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Portal. Heute am 18.05. haben wir heute um 8.47 Uhr am Morgen. Ja, Christi Himmelfahrt, heute unser Stissel. Das heißt, unter der Woche kann ich jetzt hier auch mal mit gutem Gewissen aufnehmen, ja. Und ich meine, hier waren wir, haben wir das nicht hier schon mal irgendwie mal so gemacht? Ja, ne, bestimmt. Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, in der letzten Kammer, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und haben wir zumindest schon mal, glaube ich, letztes Mal ein bisschen angefangen. Ach, scheiße. So. Hup. Jetzt ist ja da oben nämlich schon mal drin. Da sind wir auf jeden Fall in der letzten Kammer und haben letztes Mal, glaube ich, auch irgendeinen von den Mopeds schon aktiviert. Das kann sogar der hier gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. haben da aber nicht gespeichert. Ansonsten können wir hier, glaube ich, nichts mehr, außer die Kamera vielleicht nochmal zerstören. Ja, ja. Ja, stell dich nicht so an. Okay, da kann man hier auf jeden Fall schon mal ein Portal hinzaubern, weil das brauchen wir gleich. Ich denke mal, ja, hier so, ne? Das sollte passen. Wir müssen trotzdem auf den Aufzug kurz warten. Ich speichere mal zwischen. Mal eben kurz ein Quick Save. Quick Saving Games with my heart. Wo ist der Aufzug? Oh, die Plattform. Kommt die jetzt gerade hier wieder zurück, oder? Ich bin auch ein bisschen blöd, fällt mir gerade auf, ne? Egal. Ich muss gar nicht drauf warten. Ich kann einfach den hier machen. Ich spacken. So, guck mal. Geht doch. Idiot. Ah, Half-Life 1 Geräusche. Wieso? Was passiert da? Ja. Gucken wir nochmal. Fuck. Zu langsam. Okay, aber es hat schon mal ganz gut funktioniert. Mal ja trotzdem mal ein Quick-Save. Ein bisschen tief leider. Scheiße. Ich glaube, ich komme noch nicht hoch. Nein. Ah, fucking. Oi. So, ja, jetzt muss ich trotzdem leider warten. Ich glaube, ich muss sogar lange warten, weil wir kommen jetzt wahrscheinlich gleich wieder zu... Oh Gott! Wobei? Nein! ich wurde rausgedrückt. Ja, ist okay. Ist okay. Nehme ich hin. Nehme ich hin. Nehme ich wie ein Mann. Ungünstig gelaufen, aber ich habe ein Quick Save gemacht. Ist ja nicht so schlimm, ne? Fuck. Es ist so schlecht. Ah. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Plattform so großartig brauche. Ja, PlayStation 3 Ladezeiten. Die waren halt nicht die schnellsten, ne? Man muss ja wirklich sagen, das finde ich bei der neuen Konsolengeneration einfach gut. Drück mich bitte nicht weg. Ich gehe am Stock. Das kann nicht wahr sein. Also mit den SSD-Festplatten, dass die Ladezeiten wirklich unfassbar schnell sind. Ich hatte ja auch auf PS4 hatte ich ja ein VR-Spiel angefangen. Nein, ich hatte es auf der PS5 sogar angefangen. Hab's natürlich auf der 4er nochmal gezockt, aber ich dachte, da hängt immer mit den Trophäen, ist da kaputt. Nee, war gar nicht. Die Ladezeiten, also erstmal, das war egal, das Spiel war generell verpackt, egal ob bei PS4 oder PS5. Das war Until You Fall, was ich letztes Jahr auch am Nikolaustag, glaube ich, vorgestellt hatte. Ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen. Und, oh Gott, oh Gott. Es ist da ja auch noch ein Loch. So schlecht. Auf jeden Fall der Unterschied, als ich auf der PS5 gezockt habe, von der Ladezeit zu der PS4, der war so gewaltig. Ne? Das ist so krass, was für ein Unterschied das macht. Ob man jetzt halt in die normale Festplatte hat, eine HDD oder halt eine SDD. Nur die SDD-Dinger sind halt nun mal schweineteuer, das ist das Problem. Aber tatsächlich benutzt meine PS4 aktuell so gut wie gar nicht mehr. Weil halt das auf der PS5 einfach viel, viel besser, schneller und flüssiger läuft. Die 4er nutze ich jetzt momentan eigentlich nur für Radspiele. So, weil natürlich auch, also ich habe zumindest jetzt noch kein Spiel, bin ich begegnet, was in irgendeiner Form inkompatibel ist. Okay. Sollte so aber funktionieren. Ja, ich mache nochmal ein Schnellspeichern. Ja, habt gewonnen. Wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, nicht mal ins Menü zu müssen, um Quicksave zu machen, ne? Sondern einfach nur Start gedrückt halten muss. Dann kann ich das natürlich auch mal nutzen. Ha! Holy Shiatsu. Leider ist hier auch nichts los. Gratulation, oh. Der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien okay. Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke
Ende. Und das war schon so eine geile Sache, ne, dass man im Endeffekt merkt, okay, cool, ich habe alle Testkammern rum, aber gut, Test ist vorbei, das heißt, ich sterbe. Aber ist natürlich nicht so weit. Ah, geile Mucke. Matrix-Mucke. So, ich könnte mich jetzt natürlich einfach verbrennen lassen, das werde ich natürlich nicht tun. Ich hoffe mal, ich komme hier so... Ja! Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwie so eine Position einnehmen können, aber ich finde das schon, ich finde das so gut, ne, wie die das hier gemacht haben, ey. Aber denkt am Anfang ja schon, okay, Experiment, alles cool. Aber trotzdem muss ich jetzt irgendwie gucken. Achso, warte mal, ich hätte eine Idee. So, dann können wir da zumindest schon mal gucken, ob wir da hinten irgendwo was finden, wo wir ein Portal hinjagen können. Oder einfach, dumm wie ich bin. Nein! Entschuldigung. Wir können es natürlich auch so machen. Klar, logisch. Idiota. So, und? Ja, hat super funktioniert. Hui! So. Hingeballert. Und jetzt sieht es ja auch nicht mehr so schön und steril aus, ne? So einen kleinen Bereich hatten wir ja schon im Let's Play gesehen. Der auch so eher so, ich sag mal, industriell und nicht mehr, ja, oder industriell rostig wirkte. Und ja, jetzt wissen wir auch warum. Alles, war alles nur eine Fassade? Ja, gehen wir erstmal. Ey! Auf damit. Warum ich überhaupt Treppen gehen möchte, ne? Total dämlich. Muss ich doch gar nicht. Ich bin doch ein faules Schwein. Oh, kann Türen öffnen. Cool. Kurz mal Umgebung checken. Hi. Stops automatically. Okay. Ach, hier sind die Kampfdruiden. Okay, verstehe. Ja, Treppen brauchen wir nicht. Ja, müssen wir vielleicht doch nehmen. Solange ich nicht zusammenfallen soll, mir ist egal sein. Ah, ich will mein Brecheisen haben. Ach so, oder so. Stimmt, das geht ja auch noch. So. Ich weiß halt nicht mehr genau, was hier passiert, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Hi. Nein. Alles Makulatur. Hui, vorsichtig. Ah, es ist hier natürlich einfach nichts. Ja, mich schaffen wir den Schuss. Ach, fuck. Das war der falsche. So. Oh. Das ist nicht so gut. Also man sieht, hier muss man jetzt schon ordentlich Wege abkürzen. Weil es ist ja halt nicht mehr die normale Testkammer, ne? Das ist mir also schön ausgelegt. Ups. Rohrpost für richtig große Post. Da ist ein Rechner, eine Kamera oder sowas. Und das, jetzt driftet das Spiel auch so ein bisschen ins Gruselige ab, finde ich. Wobei sonst eigentlich immer positiv gestimmt war, ne? Und auch teilweise ein bisschen niedlich. Decke, ne, ist auch nix. Was ist da oben? Geht jetzt halt schon so ein bisschen Richtung, ja, Mords-KI. Odyssey 21, 2001, nicht 21. füg. Okay, da könnte ich auf jeden Fall hin. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich war hier doch schon, hier kam ich her. Entschuldigung. Hui. Also, was könnte ich hier machen? Oder kam ich von da? Ich habe gerade, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich die Peilung. Es ist, glaube ich, egal, von welcher Richtung ich gekommen wäre. Das ist einfach nur, das ist so dumm. Okay. Entschuldigung. Ja, das können wir höchstens mal versuchen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Boah, das sieht aber eigentlich gut aus. Hey! So, bitteschön. Läuft doch.
hier geht's vielleicht weiter. Ich werde aber erstmal in das kleine Büro rein. Bisschen Vorschuss dran darf man ja trotzdem haben. Ich hoffe, es gibt hier nichts zu finden, also man muss jetzt hier keine Sachen sammeln oder sowas. Dollar and Cents, competing with Black Mesa. Ist das hier... Achso, ist Aperture Science, what is Black Mesa? Ist aber interessant, mal so eine Präsentation zu sehen, ne? Verspürt auch noch den Charme von PowerPoint der frühen 2000er. Oder, ja gut, mittleren bis späten vielleicht. Ja, tatsächlich, also Black Mesa war die Forschungsstation aus dem Half-Life-Universum, also aus dem richtigen Half-Life-Teil. Das heißt, Portal spielt tatsächlich auch im Half-Life-Universum, so wie es aussieht, nur aus einer anderen Sichtweise. Was ja auch sehr geil war bei den ersten Half-Life-Teilen, dass es da ja nochmal... gab es zwei Add-ons dafür? Blue Shift, Opposing Force? Okay, wenn man die K noch dazu zählt, ist es noch ein dritter. Wo man dann die gleiche Geschichte quasi aus anderen Sichtweisen spielen kann. Also sehr, sehr interessantes Konzept. Okay. Ja, hier geht es halt auch weiter, ne? So klar. Irgendwas ist fehlgeschlagen. Bin ich das? Nein, das ist ein anderer. Irgend so ein anderes Viech. Aber schon damals hier Funk und Maus. Nein, Funktastaturen und Funktastaturen und Funkmäuse, so rum. Gerade einen kurzen Schlaganfall in der Zunge gehabt. Was bist du denn? Nice little jellyfish. Das war bestimmt irgendwie ein Entwickler. Keine Ahnung. Irgendwie ein Kind hat den gemalt, das wollte der ins Spiel einbauen. Das würde ich von Valve so ein bisschen vermuten. Wenn es überhaupt von Valve wirklich gemacht ist. Also gepublished auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich nur eine Mod gewesen. Aber ich weiß nicht, war das eine Fan-Mod, Portal? Müsst mir die Geschichte erzählen? Ne gut, aber hier geht es auf jeden Fall, so wie es aussieht, nicht weiter. Was ist da oben? Licht. Na, gehen wir mal hier weiter. Gucken mal, was passiert. Was... Warum zeigt der Fall da nach oben? Ach, dass da ein Notausgang sein soll, oder wie? Aber irgendwie ist dann ja schon mal doch so weit hier gekommen, ne? Ach, da! Ah, guck mal. Das habe ich nicht gesehen. Hier ist auch noch wieder industrieller Kram. Ich denke, wir kriegen das Spiel heute auch fertig, weil es ist leider nicht so lang. Weil es ist absolut in Ordnung für einen Mod auf jeden Fall. Ich schätze mal, wir müssen auf die andere Seite. Frage ist nur... Wie kommen wir da am besten hin? Hat funktioniert? Gut, okay. Was machen Sie denn? Nichts. Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Ich suche nur mein Partykomitee, was mich abholen soll. Nein, hier ist keiner. Psst. Alles cool. Ah, hier. Ja, das hier ist auch, ich glaube, ein Ausspruch, der in der Popkultur mittlerweile mehr als bekannt sein sollte. The cake is a lie. Ja, mir wurde der Kuchen versprochen. Und hier wird schon gesagt, hör mal, ne? Die nette Dame, die ganze Zeit mit dir spricht, vertraue dir vielleicht nicht, ne? Weil du kriegst, alter Vater, gar keinen Kuchen. Ich werd so zerschmettert. Oh Gott, da kommt Kuchen auf mich zu. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Ich lass es einfach über mich ergehen. Ich gehe mal hier erstmal weg, bevor jetzt hier gleich ein Kubus auf meinen Kopf dotzt. Ach, guck mal, gehst du weiter, runter. Das sieht schon wieder mehr nach Testkammer aus. Vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Brabbel mich nicht voll. Ja, soll ich jetzt einfach hier oder wie oder was? Okay, das ist easy. So. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Oh, okay, super. Ich speichere mal, weil ich weiß nicht, was gleich passiert. Hui. Au. Ach so, hier. Okay, jetzt muss ich noch hier noch irgendwas finden. Okay, jetzt bin ich so halb im einen Portal drin, halb im anderen. Auch nicht schlecht. Da sollte ich drauf aufpassen.
Das ist auch so vom Prinzip her eigentlich so cool, dass ich eigentlich immer nur gucke, okay, an welche Fläche kann ich jetzt ein Portal hindonnern, damit ich irgendwie weiß, wie ich dann so halbwegs weiterkomme. Ah, okay. Okay, das wird mich höchstwahrscheinlich zerschmettern. Okay, verstanden. So, okay, dann haben wir den schon mal. Jetzt muss ich noch irgendwas finden. Ich finde es schade, dass auf den rostigen Sachen nichts passen kann. Aber ist auch ganz nice eigentlich, dass ich jetzt einfach aus dem Portal rausspringe. Ah, okay, dann muss ich jetzt diesem Gerät hier vorlieb nehmen. Ist auch vertrauenserweckend, ne? Schön fetter Hydraulikzylinder. Oh, jetzt muss ich hier schon wieder zurück.